Das wieder vergessen. Furchtbar. Also das ist die richtige Antwort. Es handelt sich hier um Hautdiphtherie, das ist bekannt und überwiegend im Ausland. Das ist nicht endemisch in den USA oder in Deutschland. Und wenn die Leute nicht geimpft sind, dann ist diese Möglichkeit natürlich noch größer. Aber es kann auch bei geimpften Menschen vorkommen. Es ist ziemlich infektiös. Und gucken wir uns mal diese anderen Sachen an. Also das ist Ehlers-Danlos-Syndrom und das ist eine Bindegewebsproblematik, die durch Mutationen in unterschiedlichen Kollagen-Genen und in TNXB und anderen Adams-2 und ähnliches können das induzieren und das ist natürlich dramatisch. Die Leute haben auch Gelenkveränderungen und sieht dann so aus. Sichelzellanämie macht Ulzera an den Beinen, aber da muss man erstmal Sichelzellanämie haben. Die sehen überwiegend nicht so gut ernährt aus wie dieser Mensch hier. Aber dieses ganze Syndrom haben wir schon mehrfach diskutiert und das kommt nicht hier. Bei dieser Patientin kommt das nicht in Frage. Oh Gott, was haben wir denn hier wieder? Das Rote Kreuz. Das Rote Kreuz, das da? Das da? Kannst du auf meinem Schirm nicht sehen. Dies ist ein Martorell-Ulkus. Pyoderma gangrenosa würde auch so aussehen. Aber wir haben nicht eine Vorgeschichte von Hypertonus oder peripheren arteriellen Verschlusserkrankung. Noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter raus. Hier, jetzt. Das ist lästig. Hier ist Das da. es. Hier, Ich kann es hier nicht. Also hier wieder mal kutane Diphtherie. Diese sehr begrenzten Hautulzera. Meistens an den unteren Extremitäten. Und dann Pyoderma gangrenosa, große Hautnekrosen überall. Ursache meines Wissens immer noch nicht so eindeutig bekannt, aber das sieht anders aus. Jetzt erste Thema geht es um Sunitinib. Das ist ein Tyrosinkinase-Inhibitor, der an unterschiedlichen Stellen eingreift, wird angewendet für unterschiedliche Krebsarten. Wir sehen die Aktivität gegen VEGF-Rezeptor, gegen mTOR-Abläufe, sogar BCL2, was wir noch mehr weiter diskutieren werden, wird hier auch beeinflusst, P53 und andere Stellen. Also Sunitinib ist eine Tyrosinkinase-Rezeptor Hämmer. Dann wird es auch gehen um uns jetzt bekannten anderen Wirkstoffen Nivolumab. Das ist ein Antikörper gegen PD-1. Das ist ein Checkpoint-Inhibitor, wie T-Zellen kommunizieren mit Tumorzellen und dendritischen Zellen. Und wenn man dies hemmt, sollten die T-Zellen ein bisschen aggressiver sein und ihren Job machen. Dann haben wir auch diskutiert Ipilimumab. Das ist ein Antikörper gegen CTLA-4, das auch, wenn man diese Schnittstelle hemmt, sollten die T-Zellen dann aktiviert sein und ein bisschen aggressiver sein und die Krebserkrankung bekämpfen. Und in dieser ersten Studie, Sunitinib ist jetzt akzeptiert als eine Behandlung für fortgeschrittene Nierenzellkarzinom. Und in dieser Studie ist die gängige Therapie mit Sunitinib, wird die verglichen mit Nivolumab plus Ipilimumab. Die Kombination, weil Ipilimumab alleine sich als ziemlich toxisch erwiesen hat. So kann man die Dosis reduzieren, wenn man beide Präparate zusammengibt und würde auch Sinn machen, wenn man diese Schnittstellen inhibiert. Checkpoint Inhibitors wären vielleicht
zwei Schnittstellen besser als eine. Und was wir hier sehen, ist Gesamtüberleben tatsächlich 10% besser mit dieser Behandlung im Vergleich zu Sunitinib. Und progressionsfreies Intervall, das fängt schon früher an, diese Zweigung von diesen beiden Behandlungen, das sieht auch besser für die Kombination von diesen beiden Antikörpern im Vergleich zu Sunitinib alleine. Und auch in Hochrisikopatienten scheint hier sinnvolle Unterschiede zu sein. 40% der Patienten haben hier wenigstens angesprochen auf die Therapie im Vergleich zu nur 5% bei Sunitinib alleine. Und wenn wir uns Untergruppen angucken, sieht diese neue Tumorbehandlung bei fortgeschrittenen Nierenzellkarzinomen besser aus als Sunitinib alleine. Ich bin von der Tatsache beeindruckt, dass vor 10 Jahren hatten wir gar keine Behandlung für fortgeschrittene Nierenzellkarzinomen. So ist das schon, sieht das schon eine gute Sache aus. Und Nebenwirkungen sind eigentlich weniger in der kombinierten Gruppe im Vergleich zu Sunitinib alleine. Und das ist dann hier auch in dieser besonderen Skala hier ausgewertet. Also diese Patienten hier fühlen sich besser als diese Patienten und wahrscheinlich auch aus gutem Grund. So können wir folgern, dass wahrscheinlich wird diese Kombination von Nivolumab plus Ipilimumab ein besseres Angebot den Patienten bieten als Sunitinib alleine. Und vielleicht kann man auch alle drei kombinieren. Das nächste Thema ist Magenkarzinom, was bei uns keine große Rolle spielt, aber in manchen Erdteilen eine erhebliche Rolle spielt. Und in Korea, Japan, China ist Magenkarzinom häufig. Und eigentlich in Südkorea ist es, und in wahrscheinlich in Nordkorea auch, werden wir vielleicht später mal erfahren, es ist eigentlich endemisch. Und man vermutet, dass das zu tun haben könnte mit Infektionen durch Helicobacter pylori. Und Leute mit chronischer Gastritis neigen zu Magenkarzinomen mehr als Leute, die nicht chronische Gastritis haben. Bei dem Malte-Lymphom ist dieser Zusammenhang bekannt. Und bei Helicobacter-Infektionen und Magenkarzinom, Metachrona-Magenkarzinom, das heißt unterschiedliche Stellen, die wieder auftauchen mit diesem Tumor, könnte man sich das schon vorstellen. Und was in dieser Studie gemacht worden ist, ist, man hat die Hypothese getestet, dass Eradikation von H. pylori vielleicht das Auftreten von Metachronen-Magenkarzinom oder insbesondere auch das Wiederauftreten gebremst werden könnte. So hat man hier 470 Patienten, ich finde das viele, die schon einmal endoskopische Resektion von frühem Magenkarzinom durchlaufen sind. Man hat die entweder zu einer Helicobacter-Eradikation oder einer Placebo-Behandlung ausgesetzt, um zu sehen, ob man das Wiederauftreten von Metachronen-Magenkarzinom vermindern könnte. Und hier sehen wir die Inzidenz nach einem Jahr. Und das ist schon erheblich herabgesetzt mit einer Helicobacter-Behandlung im Vergleich zu Placebo. Und wenn wir das uns angucken bei Patienten, wo die Infektion tatsächlich ausgerottet worden ist, eradikadiert, sind die Aussichten noch besser im Vergleich zu Patienten, die persistierende Infektion hatten. So haben die Untersucher hier gefolgert, dass die Inzidenz von Metachronen-Magenkarzinomen 50% gesenkt wird mit einer Helicobacter-Eradikation, und das sollte man sicherlich machen.
Und man sollte dann auch vergewissern, dass tatsächlich eine erfolgreiche Eradikation erfolgt ist. Das dazu. Nächstes Thema. Ich habe noch nie im Leben von diesem Zeug gehört. Die 17-Beta-Hydroxysteroid, die Heterogenase Typ 13. Donnerwetter, diese Sachen vermehren sich. Ich kenne eine 11-Beta-HSD2, aber Sachen schreiten halt voran. Und diese 17-Beta-Hydroxysteroid, die Heterogenase Typ 13, hat irgendwas mit Fettkügelchen innerhalb Zellen zu tun und wie die verwertet werden. Und das ist hier so hier gezeigt, das sind Fettkügelchen und um diese Fettkügelchen zu bearbeiten, braucht man dieses Enzym und diese Abläufe hier sind mir nicht so ganz klar, aber das hat irgendwas mit Lipidsynthese dann letztendlich zu tun. Und dieses Enzym und das Gen, das das kodiert, sind aufgetaucht in dieser genomweiten Assoziationsstudie, die ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde. Und die Sache geht wie folgt. Man untersucht hier Patienten, die Risiko haben, Lebererkrankungen zu entwickeln. Und das sind Leute, die eine Erhöhung haben von ASAT und ALAT, diese Schlüsselenzyme, die bei Lebererkrankungen eine Rolle spielen. Und es geht hier um eine Assoziationsstudie. So hat man Leute, die Risiko haben für Lebererkrankungen, weil sie erhöhte ASAT- und ALAT-Spiegel haben, verglichen mit Kontrollkollektiven, die das nicht haben. Und man hat hier geguckt nach, man hat dann hier 1 Million SNPs durchgerattert, um zu sehen, ob man SNP-Marker findet, die irgendwie mit erhöhter ALAT- und ASAT-Spiegel einhergehen. Und wir sehen hier unterschiedliche Sachen, die auch schon in vorherigen Studien bekannt waren. Manche sind ziemlich eindrucksvoll. Aber was in 4 Kollektiven hier aufgetaucht ist, ist diese 17-Beta-HSD-Typ-13. Alles, was über der roten Linie hier ist statistisch signifikant. Und dieses ist aufgetaucht in 4 von diesen Studien. Und wie ich Ihnen zeigen werde, interagiert auch mit manchen von diesen Sachen. Und war bei Patienten, die alkoholische Lebererkrankung haben und nicht alkoholische Steatosis Hepatis haben. Und auch bei hier sind Patienten mit hepatozellulärem Karzinom und ähnliches. Und das war in dieser Geisinger-Kohorte und in dieser Dallas-Leber-Studie-Kohorte und so weiter, war das wieder der Fall. Und diese Variante hier, die hier ist der SNP-Marker, aber was hier los ist, es geht hier um eine Insertion von einem extra Adenin neben einer Splice-Areale auf Exon 6. Sie werden sich daran erinnern, mRNA wird produziert und dann müssen alles, was Introns verursacht haben, erstmal rausgeschnitten. Das nennt man im Englischen Splicing. Und diese sogenannte TA-Allele führt zu einer Splice-Variante von diesem komischen 17-Beta-HSD-Typ-13. So haben wir hier unterschiedliche Allele, entweder eine TT-Variante, das wäre dann Homozygot-Wildtyp. Dann gibt es Heterozygoten TTA, das ist dieses extra Adenin, das zu dieser Splice-Variante führt. Und dann Leute, die Homozygot sind für diese Splice-Variante. Und was wir hier sehen, ist Leute, die Homozygot sind für diese Splice-Variante, fahren besser, scheinen geschützt zu sein von Lebererkrankungen im Vergleich zu Leute, die diese Splice-Variante nicht haben. Dann hat man dann noch Interaktionen gesehen und die Interaktion zwischen 17-Beta-HSD-13 und diese unterschiedlichen Allele, die hier möglich sind im Vergleich zu diese Allelen hier in PNPLA3. Ich glaube, was Sie erkennen können, ist, wir sehen hier eine Interaktion zwischen diesen zwei Genen, bezüglich welche Genotyp man jetzt trägt. Und der ganze Gag bei dieser Geschichte ist, dass wenn man
Homozygot für diese TATA-Geschichte ist, dann kann man wahrscheinlich noch ein extra Glas Wein runterschütten. Man ist dann geschützt von Lebererkrankung, wahrscheinlich weil diese Fettpartikelchen besser bewertet werden. So habe ich das interpretiert. Und das auch bei nicht-alkoholischer Steatose-Hepatis, was wir später nochmal diskutieren werden. Und das ist der ganze Gag an dieser Geschichte. Und was wir hier sehen, ist, dass die Auftreten von dem Enzym, wenn man diese Variante hat, wird unterdrückt. Das kann man hier sehen, Proteinexpression von dieser 17-Beta-HSD 13 oder was auch immer, ist dann weniger im Vergleich zu den anderen Varianten. Und das ist, was hier gezeigt ist. So, dies ist eine komplizierte GWAS-Studie, hat wenigstens den Vorteil, dass man hier mechanistisch ein bisschen näher dran ist, weil sie zeigen, was Proteinexpression, genau wie das auf einer molekularen Ebene funktioniert, konnte ich nicht eruieren. Aber das ist, was hier diskutiert wird. Nächste Thema geht es um die High-Flow-Sauerstofftherapie. Ist auch etwas relativ Neues. Man kriegt da eine Nasensonde und hier wird gefeuchtete Luft, FiO2 wird eingestellt, aber die Flussrate hier ist ungefähr 10-fach größer, als wenn man einfach nur eine Nasensonde hat und 2 Liter O2 werden hier reingepumpt. Das wird bei Kleinkindern auch durchgeführt, diese Therapie. Und man hat eigentlich die Auffassung, dass mit dieser Hochfluss-Sauerstofftherapie, dass dann die Notwendigkeit, dass man dann auf CPAP umsteigen muss oder intubiert werden muss, dass diese Möglichkeit dann herabgesetzt werden könnte bei Leuten, die hypoxämisch sind aus unterschiedlichen Gründen. Und was hier in dieser Studie durchgeführt worden ist, dass Kleinkinder mit Bronchiolitis, meistens ist das respiratorisches Syncytium-Virus, aber es gibt auch andere Ursachen dafür. Diese Kinder sind meistens unter 2 Jahre alt und manche nur zwischen 3 und 6 Monate, die kommen dann in die Notaufnahme und Eltern sehr besorgt. Und ich habe mich mit solchen Sachen beschäftigt und dann hat man als Arzt auch ein sehr mulmiges Gefühl, nämlich Antibiotika zu verordnen, wird gemacht, aber es hilft wahrscheinlich nicht. Und wie man diese Kinder dann versorgen soll, sodass die nicht auf einer Beatmungsmaschine landen, das ist eigentlich eine Kunst für sich. Und was man gemacht hat in dieser Studie, große Zahlen von Kindern mit Bronchiolitis, Croup wird das im Englischen genannt, die sind randomisiert worden zur Hochfluss-Sauerstofftherapie im Vergleich zu der üblichen Behandlung, was Niedrigfluss-Sauerstofftherapie, wenn man das so bekennzeichnen will. Und der Endpunkt hier war, muss man die Therapie höher dann einstufen? Müssen sie dann mit CPAP behandelt werden? Müssen sie auf ITS? Müssen sie dann auf eine Beatmungsmaschine und ähnliches? Das will man natürlich, wenn man kann, vermeiden. Und dann sekundäre Endpunkte war Transfer zu spezialisierten Krankenhäuser, Intubationspflichtigkeit und ähnliches. Und hier habe ich im Supplement gefunden, was diese Kinder sonst noch gekriegt haben. Und manche haben auch Steroide gekriegt. Wahrscheinlich ist das eine Schreckenstherapie. Kochsalznebel, Bronchodilatatoren, Adrenalinnebel, Antibiotika. Das ist, glaube ich, eine kanadische Studie, die waren da ziemlich zurückhaltend. Schmerzmittel? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man einen 3-monatjährigen Säugling da fragt, ob er Schmerzen hat oder nicht, aber das gab es auch. Und Analgosedierung etc. waren beiden Gruppen gleich. Und was wir sehen, ist, dass die Hochfluss-Sauerstoff-Therapie-Gruppe fährt besser als die Standardgruppe, weil bei denen die Intensivität der Therapie weniger gesteigert muss im Vergleich zu der Standardtherapiegruppe. Und das wird dann hier in unterschiedlichen Untergruppen, kann man sehen, was hier gemacht werden musste.
bei diesen Kindern und die Hochflussgruppe ist signifikant hier besser gefahren als die Standardgruppe. Und was man als Nebenwirkung bekennzeichnet, war in beiden Gruppen gleich. So ist das, dies ist eine große Studie. In kleineren Studien ist dies vermutet worden. Aber der Unterschied ist 14% gegen 33%. Und das ist natürlich wünschenswert und wird wahrscheinlich verfolgt. Nächste Thema, das BCL-Protein. Diejenigen von Ihnen, die sich mit Apoptose beschäftigt haben, wissen, was das ist. Und das, diese Sachen sind in B-Zell-Lymphomen gefunden worden. Also BCL steht für B-Zell-Lymphom. Und es gibt eine ganze Reihe von Klassen von diesen BCL-Proteine. Und BCL2 inhibiert die Apoptose. Man hätte ja gerne, dass die Krebszellen sterben. Und BCL-XL zum Beispiel favorisiert die Apoptose. Und darum geht es, weil Venetoclax ist ein neues Präparat, was BCL2 hemmt. Und wenn man jetzt eine chronische lymphatische Leukämie hat, dann hätte man ganz gerne, dass wenn man diesen Leuten Rituximab gibt, dass die Zellen bitte schön in die Apoptose gehen und sterben. Das ist ja der Sinn der Sache. So, der Gedanke hier ist, dass man diesen Ablauf vielleicht helfen könnte, wenn man diesen Patienten auch Venetoclax verordnet. So sind hier Patienten mit CLL, dies ist ziemlich lästig. Ich habe einen Freund, ein bisschen jünger als ich, der diese Krankheit jetzt auch schon 10 Jahre hat und diese Sachen durchläuft, der hat bestimmt dies gelesen. Diese Leute haben jetzt eine viel bessere Prognose als damals, weil man den unterschiedlichen Sachen anbieten kann. Und dies sind Patienten, hier es geht um Patienten, die schon ziemlich fortgeschritten sich mit dieser Krankheit auseinandersetzen. Aber was wir hier sehen, progressionsfreies Intervall, und es geht hier um 3 Jahre, hier ist diese Venetoclax-Gruppe mit Rituximab fährt viel besser als Bendamustin, Alkylator plus Rituximab. Und Gesamtüberleben, Gott sei Dank, beide Gruppen fahren hier ziemlich gut, aber Venetoclax plus Rituximab fährt besser. Und das sehen wir hier in unterschiedlichen Gruppen und ob sie aus Neuseeland, Australien, USA oder Europa kommen, fahren sie alle besser, diese CLL-Patienten, wenn sie Venetoclax plus Rituximab kriegen, anstatt die übliche Therapie. Und Nebenwirkungen haben sich auch waren auch ganz gut in progressionsfreies Intervall ist immer, übt sich positiv auf Nebenwirkungen aus natürlich. Und minimale Residualkrankheit sieht auch besser in der kombinierten Gruppe aus. Und das kann man dann hier, die Clearance von überbleibender Erkrankung über Zeit. Alles, was hier grün wird, ist besser als alles, was hier gelb bleibt. So kann man das interpretieren. Und also diese Studie ist ziemlich eindrucksvoll, dass man, wenn man BCL2 gleichzeitig hemmt und dann Rituximab gibt, dass man diesen Patienten was Vernünftiges bieten kann. Das Übersichtsartikel in New England Journal ist ziemlich wichtig. Gott sei Dank ist dies nicht zu häufig. Leute, die sich mit Hashimoto's Thyreoiditis und Morbus Addison und Ähnliches beschäftigen, wissen, dass diese Krankheiten, diese endokrinen Organversagen, es kommt vor, dass diese endokrine Erkrankungen zusammen vorkommen. So dass hier, wenn jemand Hashimoto's Thyreoiditis gehabt hat, ist die Möglichkeit, dass er dann auch Morbus Addison entwickelt, irgendwann im Leben ist erhöht. Und wenn man gleichzeitig Hauterscheinungen hat, wie Vitiligo zum Beispiel, ist das auch höher. Und das wurde beschrieben von einem Herrn Schmidt in 1926. Und das nennt man Schmidts Syndrom. Was ich eigentlich nicht so ganz vollzogen habe, ist, dass diese Sachen sind häufig genetische Erkrankungen und verfolgen einen Mendelschen Erbgang. Und
Darum handelt es sich in diesem Review. Und eines davon ist APS1 und das ist ein autoimmunpolyendokrines Syndrom Nummer 1. Und das geht einher mit einer Mutation in dem AIR-Gen. Und das ist ein Regulator von Autoimmunität. Und wenn der mutiert ist, dann ist man weniger geschützt von Autoimmunität. Kriegt auch kutane Candidiasis und ähnliches. Und das war mir bekannt. Diese Leute kriegen dann Hypoparathyroidismus und Candidiasis und primären Nebennierenrinnenversagen und kriegen Hauterscheinungen und kriegen Typ 1 Diabetes. Und die sind alle Sachen, die, und Vitiligo, und die sind alle Sachen, die bekannt sind, dass sehr Autoimmunzustände sind. Und dann gibt es auch eine ex-gekoppelte Immunodysregulationssyndrom, das heißt IPEX, und da geht es um FOX3-Mutationen, und dann gibt es auch ähnliche Syndrome. Das ist dann hier gezeigt, hier ist AIR, und wenn AIR nicht richtig funktioniert, dann hat man Probleme mit regulatorischen T-Zellen und mit T-Zell-vermittelten Probleme, und hier ist FOXP3, das ist das ex-gekoppeltes Syndrom, und peripherer T-Zell-Toleranz, und alles führt hier dann zur Autoimmunität. Und diese Signaltransduktionswege, Zytokinrezeptoren, die funktionieren auch nicht, wenn sie mutiert sind, und das alles trägt zur Autoimmunität bei. Und wahrscheinlich, was für uns am wichtigsten ist, ist, wenn man eins von diesen Krankheitsbildern erkennt, dann muss man sich überlegen, liegt hier irgendwas vor, sodass andere Organe auch betroffen sein könnte. Und hier ist auch ein Algorithmus, das man hier anwenden kann. Wenn Leute hier auftauchen mit Morbus Addison und haben gleichzeitig Hypoparathyroidismus und irgendwelche Hauterscheinungen, könnte man AIR sequenzieren. Und dann, ob eine Mutation, zwei Mutationen, wie diese alle Sachen, die getrieben sind, darum geht es in diesem Review. Und man, es wäre schon eine ganz gute Idee, ein paar von diesen Sachen zu kennen und zu erkennen, dass diese Sachen gruppiert auftreten können. Und vielleicht kann man die auch mit einer Immun-Checkpoint-Blockade in der Zukunft behandeln, und das wird hier auch diskutiert. Dann der Fall im New England Journal, es geht um einen armen Menschen mit HIV und der kriegt auf einmal eine dicke Backe. Und die Frage ist, was könnte das sein? Und seine Ohrmuschel, da entwickelt er Taubheitsgefühle. Schon eine gute Idee, wenn man hier ein bisschen Neurologie sich merken kann. Und hier ist seine ganze Geschichte und seine Laborwerte und die Frage ist, was hat er? Und hier wird Bildgebung gemacht und die dicke Backe wird auch größer, das ist so im Bereich der Parotisdrüse. Und dann wird diskutiert, was könnte der haben? Und es ist ein Prinzip, was man einem einfallen würde, ist Infektionserkrankung. Ich hätte an Aktinomykose gedacht, aber das ist hier nicht diskutiert worden. Tuberkulose ist ausgeschlossen worden, aber es gibt auch Mycobakterien, abgesehen von MTB, Mycobacterium avis wird hier diskutiert, das wäre eine Möglichkeit. Und könnte dies vielleicht eine Autoimmunentzündung sein oder etwas Ähnliches, oder könnte dies ein Tumor der Parotisdrüse sein, ein Werthens-Tumor oder sowas Ähnliches, wird hier alles diskutiert. Aber es ist halt ein AIDS-Patient und dann wahrscheinlich würde ich eher tippen auf B-Zell-Lymphom. Und das wurde dann auch hier gemacht und er hat ein B-Zell-Lymphom. Aber er hat keine Umverteilung in CMYC, was hier gezeigt wird. Und anstatt dessen hat er hier eine Copy-Number-Zahl-Variationen hier auf 11Q2324. Und das ist in Ulm festgestellt worden, habe ich mir in Interesse gelesen. Und dies ist ein B-Zell-Lymphom, ein Burkitt-ähnliches Lymphom mit 11Q-Aberrationen.
Und Gott sei Dank, wir haben ja über B-Zell-Lymphom jetzt genug diskutiert, aber da sind unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten, den man da diesen Patienten dann anbieten kann. Hier ist eine Frage aus dem New England Journal. Es geht um eine 69-jährige Frau mit Pankreaskarzinom im Stadium 4. Das heißt, sie hat eine Lebenserwartung unter 6 Monate. Der würde ich natürlich keine Schmerztherapie vorenthalten. Und die hat Schmerzen und das ist ein guter Grund, dass dies behandelt werden soll. Und dann sind hier unterschiedliche Möglichkeiten. Ein Schmerzkonsil für einen Zöliakus-Plexus-Block würde mir nicht einfallen, könnte auch wehtun. Dann hätte man mehrere Gründe, um noch Schmerzen zu haben, würde mir einfallen. Fentanyl-transdermales Pflaster. Das klingt wie eine gute Idee, aber das dauert mehrere Stunden, bis das hilft. Morphium Boli finde ich auch ganz toll. Das würde mir auch einfallen. Aber dann, es geht darum, wie sollte das verordnet werden? Und was man hier gerne wahrscheinlich machen würde, ist, so dass der Patient das selber steuern kann. Und das ist nur in einem Angebot hier, das ist das erste, Hydromorphon. Ich weiß gar nicht, ob das es in Deutschland gibt, aber ich wüsste nicht, dass das besser ist als Morphium. Wahrscheinlich ist es nicht besser, aber dies ist das einzige im Angebot, wo der Patient das selber steuern könnte. Würde mir dann auch einfallen, okay, Fentanylpflaster ist auch eine gute Idee, aber es dauert 8 Stunden zu wirken und also das sollte man machen. Gut. Lancet. Mehrere ganz interessante Papers. Das erste geht es um hepatozelluläres Leberkarzinom. Und da ist die gängige Behandlung auch Sorafenib. Das ist ein Tyrosinkinase-Rezeptor-Blocker. Und die Frage ist, ist Lenvatinib besser als Sorafenib? Na, warum denn nicht? Wenn man VEGF und FGF-Rezeptor und PDGF und das RET-Proto-Onkogen und KIT gleichzeitig hemmen könnte, das klingt schon ziemlich gut. So, hier ist die Hypothese, Lenvatinib ist nicht schlechter als Sorafenib. Und das war auch der Fall. Das Gesamtüberleben ist nicht unterschiedlich, aber progressionsfreies Intervall schon. Und hier sind unterschiedliche Auswertungen und unterschiedliche Gruppen, aber im Prinzip, hier ist der Gag. Und was wir hier sehen, ist, Lenvatinib ist besser als Sorafenib. Und so können wir folgern, dass auf alle Fälle ist es nicht schlechter. So ist dieses ein positives Ergebnis. Und dieses Präparat bietet vielleicht Leute mit Leberzellkarzinom. Und wenn es fortgeschritten ist, dann ist Lebertransplantation wahrscheinlich auch nicht mehr so im Vordergrund, hat man diesen Patienten etwas zu bieten. Dieses nächste Paper, if dieses stimmt, ist dies das erstaunlichste Paper, was ich in den letzten 6 Monaten gesehen habe. Und es geht um FGF-Moleküle. Und das ist eine ganze Reihe von Sachen, haben wir schon diskutiert. Diese eine Familie ist besonders interessant. FGF23 ist der Regulator von Phosphatspiegel. FGF21 hat einen erheblichen Einfluss auf Stoffwechsel und FGF19 noch nie im Leben davon gehört. Aber was ich hier gelernt habe, ist, dass FGF19-Signalisierung ist eingeschränkt bei Patienten mit nicht-alkoholischer Steatosis Hepatis. Und das sind da natürlich Leute mit metabolischem Syndrom und die haben ein Risiko, um Zirrhose zu kriegen und ziemlich lästig und außerdem Metformin zu geben, ist mir keine vernünftige Behandlung hier wirklich bekannt, was man diesen Leuten anbieten kann. Und dieses FGF19 interagiert mit dem FGF-Rezeptor Nummer 4, der ist bekannt und das Adaptorprotein, was hier hilfreich ist, ist Kloto. Und Kloto gibt es auch in unterschiedlichen Varianten. Es gibt auch ein zirkulierendes Kloto und FGF19 und zirkulierendes Kloto binden sich dann an FGF-Rezeptor 4 und das soll lauter gute Sachen in der Leber bewirken. Und wenn man dickköpfig ist, vielleicht auch im Gehirn. So sieht das aus. Und in dieser Studie, hier sind diese Leute mit schwerer
Steatosis hepatis randomisiert worden zu einem FGF-19-Analogon, der heißt NGM-282 oder Placebo. Und es geht hier um eine ziemlich große Patientenzahl, es sind 80 Leute randomisiert worden, 27 haben Placebo gekriegt und dann zwei unterschiedliche Dosen von diesem FGF-19-Analogon. Und dies wollen wir glauben. Also hier sind die Patienten und ob sie Latinos oder Pazifik-Einwohner sind oder schwarz oder weiß sind, interessiert uns wahrscheinlich nicht allzu sehr, dass sie Erhöhung von ALAT- und ASAT-Spiegel haben und dass sie komische Lipide und ähnliches, kann man uns auch vorstellen. Aber diese Sachen waren in allen Gruppen beim Ausgangswert ähnlich. Und dieses Response, also dies ist Verbesserung. 70%, 80% Verbesserung im Vergleich zu Placebo, Absturz in Leberfett halbiert, 60% Abfall, dieses MRT, guck mal das an, 24% Fett auf 3 verschwunden. Dies ist erstaunlich, ich kann es kaum glauben, ich habe noch nie so etwas gesehen. Und diese Tabelle können Sie wahrscheinlich nicht sehen, brauchen Sie nicht anzugucken. Aber hier ist was. ALAT, Bums, fällt, halbiert im Vergleich zu Placebo. End of Treatment steigt das wieder an. Alkalische Phosphatase ist hier nicht im Vordergrund. ASAT stürzt runter mit dieser Behandlung, steigt dann wieder an Ende der Behandlung. Die sind normalisiert. Und dieses komische Zeug hier, 17-Alpha-Hydroxy-4-Cholestin-3-1, keine Ahnung, was das ist, aber das stürzt auf beinahe Nullwerten mit dieser Behandlung. Ich finde dies erstaunlich und ich hoffe sehr, dass dies stimmt. Und das habe ich jetzt nicht geguckt. Du willst jetzt gleich Aktien kaufen. Ich glaube schon. Nämlich Nebenwirkungen, Injektionen, das Zeug muss gespritzt werden, ja okay, da kann man sich schon irgendwas hier vorstellen, ein bisschen Kopfschmerzen kann man schon ertragen, wenn die Fettleber weggeht. Und das hält sich alles hier ziemlich in Grenzen. Und dann haben sie diese Leute auch bioptiert und Fibrosestatus, favors treatment, ziemlich eindrucksvoll. Männer und Frauen profitieren gleich, ob sie Diabetes haben oder nicht, was ihre Altspiegel sind und Body Mass Index, die Dicken fahren ein bisschen besser als die Dünnen, aber die Dünnen profitieren auch. Eindrucksvoll. Ich verstehe es nicht. Und FGF-19 noch nie gehört, aber das sieht ziemlich geil aus. Dann nächste Studie. Es geht um Sirolimus bei Patienten mit systemischer Lupus erythematosus, die resistent oder intolerant sind, was Behandlung anbelangt. Und Sirolimus klingt wie eine gute Idee und dass das auch verträglich sein könnte. Es geht überwiegend um weibliche Patienten, weil systemische Lupus erythematosus bei denen häufiger ist. Und Plasmaspiegel würde man sich schon vorstellen, dass die steigen werden, wenn man das schluckt. Aber ziemlich erträglich, nämlich Hämoglobin bleibt stabil und Leukozytenstahl stürzt nicht ab und Plättchen sind okay und das ist alles ganz gut. Und Patienten, dessen SRI-Kriterien sich verbessern, sieht ganz gut aus. Und ist hier keine Placebo-Gruppe, die sind alle resistente Patienten, die haben alle Sirolimus gekriegt. Und die haben sich verbessert und diese Behandlung schien ziemlich erträglich zu sein und ich dachte, das wäre was für Patienten mit Lupus erythematosus, die auf die gängige Behandlung nicht angesprochen haben. Dann habe ich auch noch nie gehört. Lumbalpunktion habe ich viele gemacht, immer dieses benutzt. Und mein Professor der Neurologie hat mir erzählt, nie den Leuten erzählen, dass sie Kopfschmerzen kriegen könnten. Das habe ich dann nie gemacht. Nämlich das reduziert das Auftreten von Kopfschmerzen bei 50% oder wenigstens klagen die Leute weniger darüber. Aber es heißt, diese sogenannte atraumatische Nadel, okay,
wäre besser. Und das ist eine randomisierte Studie, wo man Nadel A mit Nadel B bei Lumbalpunkturen vergleicht. Muss man mal Herr Peters dieses Paper zeigen, hoffentlich hat er das gesehen. Und viele, 13.000 in dieser Gruppe und 18.000 in dieser Gruppe. Und Donnerwetter, Kopfschmerzen, alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob man diese Patienten gesagt hat, dass sie vielleicht Kopfschmerzen bekommen könnte. Würde das immer noch nicht machen. Aber auf alle Fälle ist das halbiert. Aber was vielleicht wirklich wichtiger, traumatische Lumbalpunktion hat sich leider nicht geändert. Aber ich weiß nicht, warum man bei einer Lumbalpunktion Hörverlust bekommen sollte. Aber auf alle Fälle war das verbessert. So sieht es so aus, als sollte man diese Art traumatische Nadel auf alle Fälle anwenden. Wir sind jetzt beinahe am Ende. Ich habe einen sehr interessanten Vortrag beim MDC gehört von Mark Abrahams. Der ist der Herausgeber von einer Zeitschrift, die heißt Annals of Improbable Results, die Annalen der unwahrscheinlichen Ergebnisse. Und dies ist kein Witz. Und obwohl der ganz witzig ist, was er sucht, ist Arbeiten, die nicht nur komisch sind, aber die zu Nachdenken führen. Und die werden dann mit Preise verliehen, wenn sie wirklich toll sind. Das sind die Ig Nobel-Preise. Das ist ein Wortspiel, Spiel auf Englisch. Ignoble bedeutet unwürdig, schmachvoll, schändlich. Aber es ist nicht nur Witzigkeit. Es geht darum, Arbeiten, die einen zum Nachdenken bringen. Und eine hat er erwähnt, die hat mich so fasziniert, dass ich nachgeschlagen habe, habe die runtergeladen. Und die heißt Unqualifiziert und ahnungslos. Wie Schwierigkeiten in Inkompetenzerkennung zu maßloser Übereinschätzung führt. So habe ich das übersetzt. Maßloser Überschätzung. Selbstüberschätzung wäre besser. Wie Inkompetenz zur maßloser Selbstüberschätzung führt. Unskilled and unaware of it. How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. Dies ist eine ernsthafte Studie, an vier Kohorten durchgeführt, und umso dümmer die Probanden waren, umso ahnungsloser sind sie, dass sie doof sind. Dies ist ziemlich wichtig, werde ich Ihnen gleich zeigen, besonders in der Politik. Und hier sind die vier Quartile, das ist vierfach wiederholt worden in unterschiedlichen Kohorten. Hier sind die Testergebnisse, hier ist das untere Quartil, das zweite Quartil, das dritte Quartil, das vierte Quartil. Und wie Sie sich selber eingeschätzt haben, ist eine flache Linie. Also die haben null Durchblick gehabt, dass sie wirklich doof sind. Und wie sie ihre Ergebnisse eingeschätzt haben im Vergleich zu wie sie wirklich waren. Und das trifft natürlich für die Politik zu. Hier ist ein Proband, der man sich vorstellen kann, wenn sich überhaupt an gegenwärtige Zeitgeschichte interessieren, sollten Sie dieses Buch lesen über Herrn Trump. Und wenn man sich an die deutsche Politik erinnert, Hitler und Stalin waren perfide, sind eine andere Kategorie. Aber Kaiser Wilhelm II., total ungebildet, total uneinsichtsvoll bezüglich seines Verhaltens, hat nur dummes Zeug geredet und nur Unsinn gemacht. Das würde für den zutreffen. Und für den Donald trifft das 100% Trefferrate. Jetzt, Ärzte sollten nicht arrogant sein. Nämlich eine ähnliche Studie ist gemacht worden an Medizinalassistenten. Und das Gleiche kam dabei raus. Umso inkompetenter sie waren, umso höher haben sie sich eingeschätzt, wie toll sie sind. Also lieber immer an Clinical Journal Club teilnehmen, um dieses Problem zu vermeiden. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.